Hallo meine Lieben, ja, ich heiße euch mal wieder ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video wird unterstützt durch Xprime und wird von mir als Werbevideo gekennzeichnet. Mir ist es wichtig, das auch nochmal mündlich zu wiederholen, nicht nur zu kennzeichnen mit Produktplatzierung oder auch nur mit Werbevideo, denn ja, für mich ist es auch nochmal wichtig, dies auch gesagt zu haben. Wir werden heute ein Gerät testen und das live direkt testen. Ich habe es noch gar nicht getestet. Das ist einmal von Xprime. Das ist der elektronische Black Hat Remover. Der schaut so aus. Also das ist die Verpackung und ihr seht, hier ist noch die Folie drauf. Ich habe noch gar nichts getestet, denn das machen wir gleich alle zusammen. Es ist mir auch sehr wichtig, meine Transparenz zu wahren und ja auch den Live-Test zu sehen, weil ich möchte auch wirklich sehen, ob dieses Gerät auch etwas kann. Und ja, ich würde sagen, wir öffnen das Ganze, schauen uns das mal an und testen es auch. Vom Nahen schaut das Ganze so aus. Tut mir leid, ja, so ist besser, so sieht man das Ringlicht nicht. Ja, das sieht dann so von Nahen aus und hier oben steht auch noch mal drauf Xprime. Und ja, wir werden auf jeden Fall diesen Black Hat Remover testen. Also hauptsächlich bin ich gespannt, wie dieses Gerät so performen wird auf meiner Nasenpartie und hier. Und hier an der Unterlippe, so am Kinnbereich, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das so sein wird. Und ich würde sagen, ich öffne jetzt mal die Folie, wir packen es aus und schauen es uns an. Ich habe jetzt erstmal die Folie entfernt. Und ja, es ist halt eine Pappverpackung. Hier leuchtet es ganz leicht. Das kann man, glaube ich, auch ein bisschen in der Kamera sehen. Und wir öffnen das jetzt. Ich bin schon gespannt. Das ist dann hier einmal der Deckel und so schaut das Ganze dann von innen aus. Das Gerät schaut dann so aus. Es ist auch gar nicht so schwer, um ehrlich zu sein. Ich habe mir das Ganze etwas schwieriger vorgestellt. Und ja, wenn ich das so sehe, muss ich das hier oben entfernen, weil da ist ein kleines Stück Schaumstoff drin. Dann gibt es hier noch drei Aufsetzer und noch etwas. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist einmal hier das. Ich habe sowas auch noch nie getestet, deswegen bin ich auch umso mehr gespannt drauf, ob das auch was taugt. Ach, okay, das ist dann einmal die Ladestation. Und ja, das habe ich schon mal, ich glaube, bei. Irgendwo habe ich das gesehen gehabt, ich weiß es jetzt nicht mehr. Das ist für Pickel etwas, so für Mitesser. Ich zeige euch das mal vom Nahen. Ja, das sieht interessant aus. Das werden wir heute aber nicht testen, weil es soll das Gerät im Fokus sein. Dann hier einmal ein Ladekabel, so ein USB-Stick. Das erinnert mich an diese Android-Handys, wie man das aufladen kann. Ja, das ist einmal so ein Aufladeteil vom Gerät. Ich hoffe, wir haben Batterie drin, sonst muss ich das erstmal laden. Und ja, ich entferne mal den Aufsetzer, der oben drauf war. Wenn ich mir die ganzen Aufsetzer anschaue, würde ich am liebsten mit dem kleinen beginnen. Und das ist so ein etwas länglicher Aufsetzer. Ich werde euch allerdings alles auch noch vom Nahen abfilmen und auch einblenden. Hier kann man das sehen, der ist halt nicht rund, sondern etwas länglicher. Den werde ich dann auf dem Gerät hier dran machen. Das geht auch ganz einfach. Ich werde mir das auch mal gerade stellen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir einfach so beginnen können. Ich schaue mir mal kurz den Karton an. Bevor wir mit dem Gerät loslegen, ist es wichtig, erstmal das Gesicht mit warmem Wasser leicht anzufeuchten und auch ja ein bisschen zu waschen. Ich habe jetzt allerdings gar keine Produkte benutzt, habe wirklich nur warmes Wasser aufs Gesicht gelegt und ich habe mir dazu noch ein Handtuch genommen. Das habe ich auch noch ein bisschen nass gemacht mit warmem Wasser und das werden wir uns jetzt auch ans Gesicht legen. Das soll halt für die Poren gut sein, damit es die Poren öffnet. Ja, damit auch das Gerät dann auch alles schön beseitigen kann. Schauen wir uns gleich mal direkt an. So, wir legen auch schon direkt los und ich hoffe, hier ist Batterie. Oh ja. Hört ihr das? Das ist so die erste Stufe und es soll drei Stufen geben. Hier steht es auch nochmal drauf. Man kann es jetzt in der Kamera nicht sehen, aber es ist so leicht LED beleuchtet. Da steht einmal Soft drauf. Beim zweiten Mal drücken kommt es auf Normal und beim dritten Mal
Strong. Ich würde sagen, da ich es zum ersten Mal teste, möchte ich erstmal mit Soft anfangen. So, ich habe jetzt einmal Soft drauf und oh Gott, wir starten. Ich bin schon super aufgeregt. Ihr dürft mit dem Gerät nicht länger als 2 Sekunden an einer Stelle sein. Das heißt, immer wieder in Bewegung halten das Gerät. Und ja, ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Wow, da ist einiges drin. Das hätte ich auch echt erwartet an meiner Nase. Wir gehen eine stärkere Stufe auf Normal. Jetzt. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Ich bin jetzt das erste Mal mit Soft drüber gegangen, jetzt mit Normal das erste Mal und. Das ist schon ekelhaft. Ich habe allgemein, ihr seht zwar, ich habe jetzt eine Rötung, aber ich habe hier immer mit Essern zu kämpfen. Und an der Nase und hier an der Seite. Und oh Gott, ich bin zwar gerötet, aber da ist einiges drin. Wir machen einmal die Nase fertig. Wir gehen jetzt mal auf Strong. Okay, kurze Pause. Meine Nase ist zwar gerötet, was ich jetzt an sich überhaupt nicht schlimm finde. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Anblick für den einen oder anderen ekelhaft sein wird. Und ja, wer das jetzt nicht sehen möchte, der soll bitte 10 Sekunden vorspulen oder 5 Sekunden, wie auch immer. Auf jeden Fall vorspulen, wer das jetzt nicht sehen möchte, denn ich finde das jetzt für ein paar Mal über die Nase streifen echt eklig. Also für die, die es jetzt gesehen haben, ich finde den Anblick gerade echt eklig, was da so rausgekommen ist. Und ja, ich dachte mir, ich beginne jetzt erstmal mit Soft, aber ja, konnte auch schon direkt rüber zu Strong. Die Nase ist zwar gerötet, man sieht es auch, aber wenn ich da gerade so sehe, was da alles drin ist, und ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit sehr oft mein Gesicht gepeelt und auch oft gute Masken benutzt, aber ja. Was da so alles drin ist. Und ich bin seit ja fast 5, 6 Tagen ungeschminkt. Also ich habe jetzt die letzten Tage mich nicht großartig geschminkt. Ich habe meine Augen geschminkt, aber keine Foundation, kein Puder, kein sonst was. Und da ist so viel Dreck drin. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Was mir jetzt bei diesem Aufsetzer wirklich sehr gut gefällt, ist, dass der Dreck da wirklich ganz drin ist und gar nicht erst oben dran, so dass ich jetzt auch beruhigt mit dieser Kappe am Kinn weitermachen könnte. Aber wir wechseln die, weil wir testen das Ganze und wir nehmen mal jetzt einen anderen Aufsatz für die Rechtsgesichtspartie. Also ich bin echt verwundert, was da alles raus ist. So, wir nehmen einmal den Aufsatz, der anfangs direkt drauf war auf diesem Gerät und gehen am Gesicht erstmal mit Soft weiter. Es ist rot, man sieht den Streifen, den ich hier gezogen habe, aber es ist wieder einiges drin. Das ist rot, mich stört sowas jetzt nicht. Ich habe aber auch keine empfindliche Haut. Also das ist so immer meine Hauptproblemzone. Nase und dann hier der Bereich und unten der Kinn. Und wir begeben uns jetzt auch direkt am Kinn. Also ich habe immer hier so ganz viele gelbe Pünktchen und mal schauen, was da so rauskommt. Ich werde am Kinn mal kurz den Aufsatz ändern, denn das ist gerade hier überall der Dreck, also überall verteilt und ich finde das gerade so eklig. Wir nehmen mal kurz diesen schrägen Aufsatz. Ich glaube, da kann ich das auch besser am Kinn packen.
So sehen jetzt die Rötungen aus. Und was soll ich euch sagen? Das ist echt eklig. Also ich muss echt sagen, das ist echt ekelig, was da alles rauskommt. Ich warne euch jetzt wieder vor, denn ja, wer das nicht sehen mag, soll bitte jetzt vorspulen. Ich habe zwar diese Rötungen, aber was mir gerade an meinem Gesicht wirklich richtig gut gefällt, ist, dass ich hier diese gelben Pünktchen nicht habe. So im Normalzustand sieht man die gelben Punkte hier an der Unterlippe nicht. Aber sobald ich es so mache, waren die immer intensiv sichtbar. Das ist jetzt gerade, nachdem ich mit dem Gerät drauf war, nicht der Fall. Ich glitzer zwar ein bisschen im Gesicht, aber ich weiß nicht wovon. Vom Labello, genau. Wahnsinn. Also ich muss echt sagen, das Gerät kann schon was. Und ich bin selber total erstaunt, was für Dreck da bei mir drin war. Obwohl ich wirklich in letzter Zeit viel gepeelt habe, ist da wirklich einiges drin. Also ihr habt es gesehen, ich finde es echt irgendwo eklig, was da so alles drin ist. So, meine Lieben, mir war es einmal kurz wichtig, auch das Gerät euch zu zeigen. Und deswegen melde ich mich auch mal kurz hinter der Kamera. Hier ist einmal die Verpackung von Xprin. Und dann ist einmal hier das Gerät, was ich vorhin getestet habe. Es hat auch schon einen Aufsetzer drauf und drei weitere Aufsetzer. Dieses hier dient fürs Gesichtspeeling. Genau, die zwei habe ich ja getestet. Die muss ich gleich auf jeden Fall desinfizieren. Dann hat es hier einmal ein Ladekabel. USB-Anschluss und ja, der Ladekabel erinnert mich ein bisschen an die alten Samsung-Handys. Und dann einmal hier für Pickel so ein Teil, so ein abgerundetes Teil und auf der anderen Seite ist es halt sehr, sehr spitz. Ja, das ist dann auch extra für Pickel und Mitesser. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und mich würde auf jeden Fall interessieren, ob ihr so ein Gerät schon mal getestet habt, ob ihr Erfahrungen allgemein damit habt. Falls ja, dann lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Und ja, ich würde sagen, erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Alles Weitere, wie man zum Gerät kommt, findet ihr unten in der Infobox. Und ja, danke nochmal fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns gesund und munter wieder beim nächsten Mal und bis dahin. Ciao, ciao.